Ah, 30 ist ein Garnigel. Da ist auch schon das Feuer. Siehst du, das ist keine Bergkette, das ist hinter dem kleinen Tümpel. Mal gucken, was da, wenn wir vor Ort. Oh. Siehst du, das kommt davon, wenn man nur rennt und nie aufpasst. Den haben wir wohl am Arsch jetzt. Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Subsistence und ich bin schon wieder am Angeln hier und ja, zwei kleine Fischchen, zwei kleine junge Lachse habe ich bisher erst rausgeholt. Das will nicht so richtig. Wir brauchen ja Wegzehrung, wir haben ja was vor. Wir wollen ja heute mal wieder so einen Flieger bergen gehen und da alles an Land ziehen. Da brauchen wir natürlich ein bisschen Wegzehrung für, ganz klar. Ja, also will ich jetzt noch ein drittes Mal angeln, vielleicht kriegen wir noch was. Vielen Dank übrigens für die Kommentare. Gerade jetzt zu der letzten Folge habe ich gelesen, interessante Kommentare. Einmal von jemandem, der sagte, ja schön, dass du jetzt wieder Videos hochlädst, und aber ich habe was zu maulen. Früher in der Hardcore-Sache, da habe ich geguckt und da waren die noch glasklar und jetzt sind die milchig, trüb, verschwommen oder so. Ich habe gedacht, was ist nü? Habe sofort in das aktuelle Video geguckt. Ich kann da aber keinen Unterschied erkennen. Die sind doch alle glasklar. Ich habe irgendwann ja umgestellt von Bearbeitung mit Nero auf Magix und seitdem sind die auch in 4K. Das war aber schon während noch die Hardcore-Reihe lief. Aber es gab auch keine Pause. Es hörte sich so an oder las sich so, dass ich irgendwann aufgehört hätte abzuladen und jetzt wieder angefangen hätte. Ist gar nicht so. Ich habe die ganze Zeit weitergemacht. Nur eben sind wir ja aus dem Hardcore raus und haben dann hier neu angefangen. Und das ist die gleiche Aufnahmesoftware, das ist die gleiche Schnittsoftware und ich sehe auch keinen Unterschied. Klar, je nach Wetter kann das ja sein, dass mal, ne, trüb ist. Vielleicht hat sich ja auch mit dem Spielupdate irgendwas verändert, das müsste dann aber generell sein. So, haben wir jetzt was Besseres? Oh ja, das ist ein Lachs, das ist gut, da können wir uns noch richtig was mitnehmen. Wir müssen auch zusehen, dass wir zur Rande kommen jetzt hier. Und dann hat der Uwe wieder ordentlich geschrieben. Oh ne, es geht dann mit dem Wetter weiter hier. Ja, und dann hat der Uwe wieder ordentlich geschrieben. Und zwar hat er einen Bug entdeckt wohl. Und sagte, das ist jetzt bezüglich des Kühlschranks. Also, wenn ich denn dann den Kühlschrank mal habe. Und den dann aufwerte. Ja, den kann man ja in zwei Stufen aufwerten. Warte mal, ich muss aber erstmal loslegen, dass das hier zur Sache gehen kann. Zack, ich habe übrigens auch schon hier, ne, gemacht. Den, den und den. Ich habe auch schon wieder ein neues Insektenmittel gemacht. So, das können wir erstmal weglegen hier. Dann würde ich aber mal sagen, machen wir noch eine, ne? Ah, ich habe keine Bretter mehr. Dann mach doch mal vier Bretter. So. Hier müssen wir aufpassen. Dann habe ich aber ordentlich Wegzehr und da dürften wir doch satt werden von, oder? Ja. So, dann hat er gesagt, also es ist ja, dass man das in zwei Stufen aufwerten kann. Das kostet Strom, das kostet Masse und das kostet allerhand an Material. Und wenn ich jetzt aber schon das ganze Material dabei habe für die zweite Aufwertung, dann kann ich, weil der mir das zwar hier rausnimmt, aber in irgendeiner gewissen Anzeige noch nicht, dann kann ich quasi beide Aufwertungen machen. Wenn ich genug Strom und Masse habe und eben die Sachen auch habe, die eben die zweite teurer ist, dann kann ich klick, klick, gleich beide machen, weil der mir vergisst hat abzuziehen. So, ich habe das verstanden, wie er das meint. Und jetzt habe ich mir gedacht, weil wir ja jetzt hier das... Das geht ja gar nicht. Ah, ich hatte einen Gedankenfehler. Dachte, könnte man das vielleicht schon versuchen, ob das vielleicht auch hier klappt. Wenn ich jetzt also alles Material habe, um hier beide Aufwertungen zu machen, dann müssten wir zum Beispiel haben ein Seil, zwei Sehnen, eine blaue Platine, hier die sieben grünen, acht Stück, ein davon, aber hier ist der Haken. Ne, das können wir gar nicht. Aber angenommen, wir hätten das auch, wir hätten das ganze Material, dann könnte ich klick, klick und dann würde ich sparen, naja, in dem Fall nichts, weil alles unterschiedliche Sachen sind. Ja, aber wenn jetzt hier zum Beispiel sieben wären und hier wären auch sieben, dann könnte ich das
hintereinander machen, hätte ich mit 7, wo ich eigentlich 14 bräuchte. Soweit verständlich? Also ich habe das verstanden, Uwe, wie du das meinst. Ich bin mal gespannt, ob das noch funktioniert, wenn ich denn dann mal meinen Kühlschrank habe. So, jetzt haben wir hier Tomaten. Dann holen wir uns hier auch mal welche. Ich muss ja schließlich essen. Und wir müssen auch hier... Warte, ich esse erstmal die Kleinen, oder? Ah, nee, komm. Aber das geht alles rein, wa? Boah, fast hinten. Dann lassen wir das noch ein bisschen liegen. So, wie sieht's mit der... Da sieht gut aus. Dann machen wir hier nämlich direkt Samen und packen die da rein. Und dann kann das hier gleich weitergehen. So. Jetzt muss ich mal gucken. Haben wir eigentlich alles, um die Aufwertung zu machen? Die vier haben wir schon mal. Gehen wir hier rein. Machen erstmal den. Wir müssen los, ne? Ich weiß. Wir müssen los. Dann, wo habe ich das Material? Hier. Dann kann der ja schon mal ordentlich Strom produzieren. Oh, den können wir dann aber ausmachen jetzt. Oder haben wir hier irgendwas? Zwei. Guck mal. Klatsch dich. Nein, wie blöd bin ich denn? Ich wollte doch aufwerten. Ah, der Uwe, der rollt. Ich sehe dich mit den Augen rollen, Uwe. So, wir brauchen aber nicht so viel. Ach komm, den können wir trinken. Den nehmen wir hier. So, und dann hat er geschrieben, da wo der Flieger gelandet wäre, da wäre seine Stelle, wo er gut mit Lithium ist. Das wäre irgendwelche Bergketten, aber da sind doch gar keine Berge. Wenn ich das richtig gesehen habe, dann ist das doch da bei dem kleinen Tümpel. Das sind doch gar keine Berge, das ist doch das grüne Tal. Aber werden wir gleich sehen, wenn wir da hinkommen, ne? Dann kann er das nochmal eventuell schreiben, was er denn da meint. So. Jetzt haben wir da eigentlich genug. Und den gehen wir los, oder? Habe ich alles? Ja, ich bin pappsatt. Alles ist gut. Haben wir hier irgendwie... Da hängt ein Küpferchen. Na, wir gucken, dass wir weiterkommen. Weil es ist schon wieder einiges an Minuten verbraten. Aber die Tasche davon, die ruft mich ja dann doch, ne? Wenn nichts knurrt, nehmen wir die. Aha. Ah, naja. Ja, Holz hauen, bisschen. Da ist auch eine Tasche. Ich muss weiter. Wenn wir uns jetzt hier noch lange aufhalten. Und dann gucken wir auch mal, wie denn da bestellt ist mit Lithium. Aber ich weiß nicht, das ist doch da... Naja, ich meine, kann ja sein. Blöd wäre das, wenn ich jetzt eine Lockpick-Kiste finden würde hier. Ne, da kommen die Nägel rein. Da ist auch eine Tasche, du liebe Güte. Haben wir noch Juli? Ja, wir haben noch Juli. Ein bisschen Holz hauen muss ich aber. Da liegt noch mal Schrott. Na komm mit. Weiter. Ach ja. Ja, wir sind noch ein Stück weg vom Kühlschrank. Also ich brauche schon wenigstens zwei Solarpanel und zwei Windräder, bevor ich da rangehen kann. Da ist auch Erze, aber ich kann mich damit jetzt nicht aufhalten, die Erze zu holen. Weil sonst wird es nichts. Ich muss mir das natürlich merken mit dem Bug. Wenn wir dann mal den Kühlschrank haben, dann gucken wir mal, ob wir das so machen können, ne? Ob es dann noch geht. So. Ich habe noch keinen Wolf gesehen, nix und keinen Bär. Da sind jetzt so ein paar Felsen. Was liegt hier? Nix, das sah nur so aus, als ob da was läge.
Ah, 30 ist ein Garnigel. Da ist auch schon das Feuer. Siehst du, das ist keine Bergkette, das ist hinter dem kleinen Tümpel. Mal gucken, was da, wenn wir vor Ort... Oh. Siehst du, das kommt davon, wenn man nur rennt und nie aufpasst. Den haben wir wohl am Arsch jetzt. Da hinten ist ein Wolf. Oh, 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 gehen wir mal hier am Wasser lang. Ist er noch? Nee, der hat es schon dran gegeben, ne? Ja. So. Bisschen verschnaufen wieder. Bin schon wieder voll mit der Ausdauer. Das ist gut. So, da war gerade irgendwo so ein Isegrim unterwegs. Was ist das denn hier? Eisen, ne? Komme ich hier nicht hoch? Doch. Wo ist der Isegrim? Ach, da hinten. Können wir das eben hauen. Sind ja jetzt ganz gut durchgekommen. So. Kann man das oder sind das Raschelsträucher? Das sind Raschelsträucher. Ich werde das nie lernen. Nee, hier. Ich werde es nie lernen, das zu unterscheiden. Geht euch das eigentlich auch so? Ich habe das schon mal gefragt, ne? Noch keine Antwort drauf gekriegt. So, wollen wir mal gucken. Da drüben habe ich was gesehen. Da ist ein Wolf. Ich glaube, ein Bär war da auch irgendwo. Hier sind die Kisten. Da, der Bär, der kommt ein bisschen nah. Das ist ein bisschen gefährlich. Welche Berge? Welche Bergkette? Also, ich habe das richtig eingenordet. Ich muss sagen... Da müssen Sie echt aufpassen. Da drüben ist ein Bär. Der Flieger ist da, wo ich das auch auf der Map eingenordet habe. Oh, Schock ist das laut. Okay. Und die andere Kiste, das ist ja schließlich das Wertvollste. Wo ist jetzt der Bär? Da drüben. 140er Schwarzbär. Der könnte da näher kommen. Wenn der da über den Hügel geht, haben wir den am Hals. Erschreckt mich jedes Mal, weil er so laut rappelt. Oh ja, der ist voll zu lesen. Oh, und ein Bär. Oh, nee. Wo? Ich hab den nicht gesehen. Gefährlich. Ich weiß nicht, von wo der jetzt auftauchen kann. Saugefährlich. Da ist er. Den müssen wir uns da holen, oder? Ich habe übrigens die Patronen hier, ein paar mehr von, mitgenommen, weil ich habe über 50 schon im Inventar. So, du komm mal her hier, bevor wir uns hier mit dem Bär vielleicht noch anlegen müssen. Bleib jetzt nicht weglaufen hier. Ja, ja, komm mal her. Passt das noch? Ja. So. Wo ist denn der Bär jetzt? Na gut, dann fangen wir erstmal hier an. Was geht so langsam? Wie kann das durch den Baum geschossen sein? Da muss der Baum da umfallen. Ich gehe mal eben ans Wasser, bevor das nachher noch ich mir was einfangen hier. So. Sollen wir mal eben gucken, wie sieht's denn aus? Ja. Ich kann so nix. Doch, pass auf, ich kann hier essen. Kriegen wir beide schon rein? Dann hatte ich so eine Blaubeere. Guck mal, die kann ich auch essen. Und den esse ich jetzt auch.
Dann haben wir noch ein bisschen Platz. Aber davon habe ich schon so viele. Die brauchen wir ja erst, wenn wir die Banditen anhaben. Dann vielleicht, aber auch so. Das ist eigentlich nichts, womit ich oft gespielt habe. So, oh, das, jetzt stört das Feuer so richtig. Ich sehe so schlecht. Ah, da hinten ist er, oder? Nee, kann ich nicht erkennen. Hm. Mir ist heiß, ja, sowas. Doch, das ist er. Der ist ein ganzes Stück weg von hier. Der ist ein Stück wegmarschiert, das ist gut. So, wir haben jetzt eine Tragfläche. Das Heck. Jetzt haben wir hier vorne den Bug. Eieieiei. War das nicht früher so, dass das gar nichts gemacht hat? Aber vielleicht wäre mir auch heiß, wenn ich jetzt nicht hier Feuer hätte, weil wir Sommer haben, ne? 27 Grad. Also wenn ich hier so in den Flammen stehe, das wäre aber ein bisschen mehr als 27 Grad. Ich habe noch gar nicht so genau geguckt, was da ist. Ich habe wohl Baumwollsamen gesehen. Ist ja noch ein. Guck mal hier. Ach, das dauert aber auch wieder. So. Ach ja, hier ist die Tragfläche ja direkt dran. Machen wir gleich fertig. Dann dürften wir alles haben. Das sind ja immer zwei Tragflächen. Das Heck und hier dieses dreiteilige Bugstück, ne? Ist hier schon fast weg. Also das können wir mal raufpacken hier. So. Das löst sich gleich auf. Dann ist hier alles weg. Dann nur noch so ein bisschen Feuer. Und jetzt will ich mal gucken. Ich weiß ja nicht, wie nah der jetzt gerade ist. Können wir hier den Madenbaum auch noch mitnehmen. Das hat einen riesen Baum. Sind die breiter geworden? So. Genau. Und jetzt gucken wir mal. Hier, wo der Flieger abgestürzt ist, hat der Uwe geschrieben, wäre sein Lithium-hohes Vorkommen. Das kann ich nicht glauben. Oder meint er da diese Bergkette? Das ist ja, das sind eher ein paar Felsen, die liegen. Da geht's zum Puma-Gebiet eigentlich, nach Süden. Gucken wir mal eben hier. Ah, hier ist gar kein. Und da? Auch nicht. Hier ist nirgendwo Lithium. Vielleicht hat er sich vertan und meinte, das wäre woanders. Hier ist Lithium gering. Also hier, wo der Flieger runtergekommen ist, gar kein Lithium. Ja, das hätte mich auch gewundert. Ich dachte, das ist doch woanders, Mensch. Na gut. Haben wir das ja jetzt erstmal gezeigt und abgeklärt. Mal gucken, was der Uwe denn dazu schreibt, wenn er das denn tut. So. Auch wenn das mir langsam auf den Zeiger geht, dieses ewige Geflücke von den Dingern. Ah, aber wir brauchen die. Ich werde jetzt auch nicht mehr lange hier rumtouren. Ein bisschen Holz hauen noch. Da vorne habe ich, glaube ich, so Kisten gesehen. Die werden wir vielleicht noch einsammeln. Und dann geht's nach Hause. Ah, Erdbeeren. Und ich habe keinen Kühlschrank. Ja. Der Kühlschrank, den haben wir noch nicht ganz erreicht. Wir müssen noch ein paar Stromversorger machen. Aber so langsam nähern wir uns der Möglichkeit oder den Bereich, wo dann auch ein Kühlschrank möglich werden dürfte. Die andere Tasche lassen wir stehen, weil die bewacht wird von einem Bär. Ja, siehst du? Das habe ich mir fast gedacht hier. Was haben wir denn hier? Federn? Federn.
Ja, was sollen wir noch hier? Dann gehen wir nach Hause. Wenn wir so nichts mehr unterbringen können. Ab nach Hus. Bisschen Holz noch klöpfeln. Haben wir jetzt 25? Nur ja. Wenn jetzt eine Lockpick-Kiste kommt, heule ich aber. Wie schloss. Und das wird gar nicht lohnen, die aufmachen. Obwohl, man weiß ja nie, wenn da alles Sachen drin sind, die ich schon hab. Ne? Baumwollsamen, Munition, das kann ich ja schön aufeinander packen. Könnte also vielleicht doch. Könnte. Wir müssen gucken. Wir hatten ja Begegnung mit dem Bär gehabt da drüben. Dass wir den jetzt nicht nochmal in die Arme laufen. Da ist er schon. Siehst du wohl. Ach, guck mal hier. Wir haben keinen Platz für Nägel. Oh, was ist das blöd. Dann lassen wir die Federn hier. Jetzt haben wir Federn gelassen. Ich könnte auch einen Stoff oder hier diese. Ah, Federn sind ja eigentlich. Also Federn. Naja. So. Aber ich genieße das, hier so richtig schön langsam Schritt für Schritt mich vorzuarbeiten. Finde ich gut. Ne, dadurch, dass ja jetzt jeden zweiten Tag eine Folge kommt. Und ja auch viel Material nötig. Es geht da ziemlich langsam. Nachteil, es geht eben langsam. Ich weiß nicht, ob das unbedingt so ein Nachteil ist. Bei vielen Spielen ist man ja dann schon, weiß ich nicht, nach 5, 6 oder spätestens 10 Folgen komplett ausgestattet mit allem. Und dann häuft man nur noch kistenweise Loot an. Aber das ist hier bei dem Spiel absolut überhaupt gar nicht so. Und dann können wir das schön in Ruhe machen. Mal gucken. Ah, ist alles reingegangen. Wie lange wir das machen können, bis wir so alles haben mal, ne? Sind so viele Dinge, die ich noch nicht gesehen habe. Ich meine, gut, das Fahrzeug habe ich einmal ganz kurz ausprobiert. Das war aber schon alles. Zusammen mit der Gruppe damals. Aber so selber habe ich das noch nicht erreicht. Im Hardcore hätte das wirklich elendig lange gedauert. Wo ist eigentlich mein Beacon? Ich sehe den nicht. Guck mal, Elch. Welche Richtung? Nordwesten. Westen müsste dann eigentlich eher so in der Richtung sein. Ich sehe den Beacon nicht, ne? Da ist er. 363 Meter. Ja, manchmal verliert man so ein bisschen die Richtung. Da ist der Beacon schon mal ganz hilfreich. Ansonsten auch ja der Kompass. So, jetzt sind wir gleich bei den Osagen in der Gegend, ne? Ja, die Osagen sind ein bisschen weiter zum, nach Süden hin. Ich habe hier nur Eisen. Ja, brauchen wir gar nicht nach Erz zu gucken. Außer Eisen könnten wir ja gar nichts mitnehmen. Guck mal, zwei Hühner hier. Lasst euch nicht greifen von mir. Geht ja gar nicht. Ich habe kein Platz. Kriegen wir alles mit. Wunderbar. Was haben wir denn da? 110. Ja. Ja. Aber da bringen wir einiges an Schrott nach Hause. Wir hatten ein paar eingesammelt. Dann haben wir beim durch das Aufhauen von dem Flieger und hier liegt noch was rum. Es hat irgendwas laut Krach gemacht. War kein Tier, ne? Was siehst du dann? Ein Elch? Kannst du auch nicht jagen. Wo sollte ich den denn hinpacken? Sollte ich mir den am Rücken schnallen? Lieber Entwickler, mach doch endlich die Möglichkeit, eine Rucksackerweiterung zu craften. Ha? Kannst ja so machen, dass das auf die Art funktioniert,
dass man dann zweiseitig hat. Also, ne, hier klicke ich hier auf die Ecke, schuppen, habe ich nochmal eine Ebene, die dahinter liegt, sozusagen. Dass ich umschalten kann. Oder aber eben einfach größer. Kleinere Felder geht auch. Oh, was haben wir da rausgeworfen? Tauwerk. Ja, für Tauwerk schmeiße ich doch mal das weg. So. Oh, noch eine Kiste, ey. Was ist das ein Unterschied zum Hardcore? Ist unglaublich. 24 Schrott haben wir mit. So, aufgepasst hier und vorgemerkt. Ey, Kisten über Kisten. Und ich kann kaum noch laufen vor lauter Zeug, ey. Aber ich kann ihn doch nicht liegen lassen. Guck mal, das geht doch wunderbar. Da haben wir die Nägel, siehst du? Nee, das geht nicht. Hier war da auch noch eine. Guck hier. Alles mit hier. Ich glaube, so vollgepackt war ich noch nie. Und dann auch so viel von allem, ne? So viel aufgesteckt. Ist ein Viererbaum, ne? Ja. So. Jetzt mal gucken, dass hier am Strand Ruhe ist. Das war... in aller Ruhe noch nach Hause können. Sieht friedlich aus, ne? Ich sehe nichts hier. Das wäre ja toll, wenn wir das schaffen täten, ne? Den aufgewerteten Kühlschrank bis zum Winter zu haben und auch schon was reinpacken zu können. Käme gut. Hopp! Siehst du wohl? Und es wird auch schon bald dunkel. So, müssen wir erstmal ausladen. Das ist ja mal genug. Fangen wir mal hier an. So. Dann können wir den schon mal braten. Aha. Aha. Wow, fast voll der Stack. Gut so. Nee, die kommen da ja nicht mehr rein. Na, ich habe mich immer noch nicht umgewöhnt. Das werde ich wohl auch nie lernen. Die. Dann die. 9, ja. Aber hier haben wir noch nicht so viel. Da können wir noch auf 5 runtergehen. So, und die. Und die. Kann aufgesteckt werden. Zum Glück. Was haben wir da noch? Zahnräder. Das packen wir wieder hier rein. Das sieht gut aus. Läuft da noch was rein? 0,09. Ja, besser als nichts, ne? So. Die... ja, die nehmen wir mal mit, ne? Ich habe da nur so eine kleine. So. So, und dann hier noch die Baumwollsamen. Und das kommt hier rein. Boah, 95. Nicht übel. Ach so, und dann haben wir noch der Zeug hier. So, der ist fertig. Den können wir auch direkt verspatzen. Einen Schluck trinken muss ich. Hat nicht geregnet heute, ne? Dann würde ich mal sagen... holen wir erstmal Wasser. Und dann gehen wir noch aufwerten. Ne, das machen wir ja noch. Das haben wir hier vorgelagert. So, und dann müssen wir uns kümmern um die weiteren Stromerzeuger. Weil den können wir... 7, nicht 1. Hatte ich das irgendwie... ja, das habe ich umgelagert, ne? So, jetzt aber. Den können wir ja immer nur die erste Stufe, weil wir ja noch nicht an den Kristall reinkommen. Aber das ist jetzt erledigt, jetzt geht's weiter. Das nächste Solarpanel und das nächste Windrad. Wenn die dann stehen und soweit aufgewertet sind, dann würde ich sagen, können wir uns um den Kühlschrank kümmern.
Das wäre schon eine geile Geschichte, ne? So. Puh. Bist du fertig? Ja. 15 Uhr, hör mal hin. So. 33 ist auch viel, ne? Ne, 21. Immer eine 7er. Gut. Ist noch was zu holen? Da war doch noch eine Kiste. Ob wir die noch kriegen? Die Kiste? Ich sehe hier nämlich keinen Wolf, kein gar nichts. Dann kann man noch ganz in Ruhe das Zeug einsammeln, oder? Ah, jetzt wird es aber rapide dunkel. So. Da war noch ein Schrott. Weg ist es. Ah, das ist ja mal gemein. Da hinten ist ein Wolf. Na gut, es ist jetzt auch duster. Sag ja, das geht dann ganz schnell. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, schreibt Kommentare, seid beim nächsten Mal dabei wieder. Und dann gehen wir gucken, ob wir nochmal nach Erze suchen, Lithium. Wir müssen gucken, dass die nächsten Stromerzeuger kommen. Mit einem Windrad, auch wenn es aufgewertet ist, und einem Solarpanel, kommen wir da in der Tat nicht weit. Aber das ist ein Anfang. Jo, bis dann, bye bye und tschüssi.